Ja, was muss ich denn jetzt würfeln? Du nimmst ganz normal diesen 20-seitigen Würfel und guckst, welche Zahl oben liegt. Muss ich da noch irgendwas drauf addieren? Nein, ist alles ganz gut. Ja, warte mal eben, die Verbindung ist ganz schlecht. Ja. Nee, Moment, war was? Du kannst mich nicht hören. Ja, wir haben hier... Ja, du kannst mich nicht hören, ja? So schlimm ist es ja inzwischen meistens nicht, aber manchmal schon. Und wenn man dann so richtig in Stress kommt und dann vielleicht auch noch irgendwie gar nicht mehr vernünftig leiten kann, dafür habe ich ein paar Tipps für euch. Also, wenn ihr wollt, bleibt dran. Bis gleich. Hallo, mein Name ist Martin Schröer von D20 Sounds und heute geht es um das Thema Stress. Und bevor wir darüber reden, müssen wir erstmal verstehen, was Stress überhaupt ist. Also Stress ist so ein urzeitlicher, ich sag jetzt mal Instinkt. Früher war es so, man hat den Säbelzahntiger gesehen und dann musste man sich entscheiden, ob man irgendwie gegen den kämpft oder wegrennt oder im schlimmsten Fall sogar manche Kaninchen in die Stockstarre fallen. So. Was hat das jetzt mit heute zu tun? Es gibt keine Säbelzahntiger mehr. Kaninchen gibt es schon noch, aber ich bin ja keins. Naja, also Stress ist eigentlich so die Idee, dass man mit irgendeiner Situation nicht fertig werden kann. Dass man denkt, das schaffe ich jetzt nicht. Dadurch entsteht Stress. Das geht erstmal so langsam hoch, wenn man erstmal damit anfängt. Ne? Oh, es wird ein bisschen schwieriger, merke ich, in der Situation. Dann wird es noch schwieriger und irgendwann komme ich an einen Punkt, wo ich gar nichts mehr hinkriege. Das hängt damit zusammen, dass es früher halt so war, wenn wir die Kraft gebraucht haben und die Power, um zu kämpfen oder wegzurennen, dann wurden die Extremitäten durchblutet, also Arme und Beine, aber der Kopf wurde leider ziemlich leer und die Gedankenleistung sank. Das heißt, hier 1000 Watt, da keine Birne am Leuchten. Und deswegen ist es bei Stress so schwierig zu denken und sich was Gutes einfallen zu lassen. Und deswegen wollen wir heute natürlich gucken, dass wir möglichst keinen Stress haben. Und da waren ja bei Facebook, habe ich die Frage gestellt, wann kommt ihr eigentlich in Stress und was tut ihr dagegen? Und da gab es viele, viele spannende Antworten. Und ich habe so die, mit denen ich was anfangen konnte oder die, von denen ich dachte, dass sie euch was bringen oder wie auch immer, habe ich jetzt alle mal zusammengefasst und mal nochmal auf meine Art dazu auf meine Art beantwortet. Und meinen Senf dazugegeben. Also viel Spaß. Ja, es gibt so verschiedene Faktoren, die Stress auslösen können. Manche sind extern, sage ich mal, eher so im Äußeren, zum Beispiel, wenn die Technik nicht so gut läuft oder sonst irgendwas, ja. Und manche sind intern. Dann denke ich irgendwie, das kann ich nicht so gut. Ich habe jetzt gerade mal so gehört, so, ich kann maximal 4 Spieler spielen oder handeln. Wie gehe ich damit um? Das sind eher so interne Themen. Fangen wir mal mit extern an. Technische Schwierigkeiten, jetzt gerade, wo wir, ich hoffe, bald wieder am Tisch spielen können, uns wieder wie im richtigen Leben treffen können. Trotzdem gibt es ja noch, wird es noch viele Online-Runden geben und technische Schwierigkeiten, Verbindungsabrisse, irgendwie unverständliche Verzerrungen, sonst irgendwas, können ganz schön unangenehm werden. Und da habe ich ganz lustig gerade gestern und heute ein Let's Play geguckt von Lurch und Lama. Und was passiert? Erste Folge, ich gucke immer von Anfang an, ja, die Technik versagt. Irgendwie eine Spielerin verschwindet aus dem Bild, ist nicht mehr richtig dabei und so weiter. Was haben die gemacht? Die haben erstmal auf Pause geschaltet, irgendwie um das Problem zu beheben und dann weitergespielt. Es gab eine kurze Entschuldigung. Aber im Endeffekt sind alle immer wieder, trotz der Schwierigkeiten, die immer wieder auftraten, immer wieder ins Spiel rein und haben einfach weitergemacht und haben sich nicht so sehr davon vereinnahmen lassen. Manche Probleme kann man ja schnell lösen. Weißt du, ich starte mal meinen Computer neu zum Beispiel oder ich gucke mal, ob mein WLAN richtig läuft oder ich gucke mal, dass die anderen sich gerade nicht 1000 Filme runterladen, während ich spiele und eine Zoom-Session habe oder im Discord bin.
Das ist die eine Sache. Manche Sachen kann ich nicht beeinflussen. Manchmal weiß ich einfach nicht, woran es liegt, dass irgendwas nicht läuft. Oder ich kann es nicht beeinflussen, weil der Server so voll ist und deswegen das alles nicht vernünftig klappt. Was noch ist mit externen Stressquellen, da gibt es ja mehrere. Ich kann versuchen, die im Vorfeld zu bereinigen. So, und wie mache ich das jetzt? Also wenn ich zum Beispiel denke, ich kann nicht mit Gruppe über 4 Spieler spielen, dann lade ich mir maximal 4 Spieler ein. Wenn ich denke, ich bin nicht so gut mit Regeln, dann frage ich den Regelanwalt meiner Gruppe oder löse das mit meiner Gruppe gemeinsam auf oder lese mal ein paar Regeln. Es wird immer wieder was Neues kommen, das ist ein umfangreiches System, egal ob ihr jetzt D&D oder DSA oder sonst was spielt, die Systeme sind von den Regeln meistens doch so umfangreich, dass man nicht mal eben alles im Kopf haben kann, nicht jeden Zauberspruch, wie er genau wirkt und sonst irgendwas, aber wenn man es nicht weiß, kann man es nachschlagen oder nachschlagen lassen. Ich lasse sowas oft gern nachschlagen von meinen Spielern, die unterstützen mich da ganz super, oder einfach zusammen überlegen, was wäre jetzt logisch. Was auch häufig angesprochen wurde, war, dass die Vorbereitungszeit zu knapp war und man dadurch entweder im Vorfeld schon in Stress kommt oder während der Session. Okay, das sind zwei verschiedene Punkte. Fangen wir mal an, was ihr machen könnt, wenn die Vorbereitungszeit wirklich knapp war. Na, ihr könnt einfach weniger vorbereiten, das ist eine Möglichkeit. Aber wie geht man damit um dann, wenn weniger vorbereitet ist? Man lässt einfach, finde ich, also das mache ich ganz gerne, manchmal klappt es nämlich nicht bei mir mit dem Vorbereiten so gut, dass ich die Spieler einfach mir machen lasse und dann nur noch von außen leicht steuere und sage, zum Beispiel ein NPC irgendwas Bestimmtes sagen lasse. Und ich habe das Abenteuer im Kopf, das habe ich mir vor langer Zeit schon durchgelesen, was wir spielen. Ich habe eine genaue Idee davon, was ich machen möchte. Und jetzt lasse ich es einfach laufen und schau mal. Ja. Und wenn meine Spieler irgendwas wollen, dann versuche ich ihnen irgendwas zu geben. Und wenn das Abenteuer nicht so gut vorbereitet ist und ich nicht an allen Ecken und Enden Bescheid weiß, dann sage ich im schlimmsten Fall auch mal, da müsste ich mal eben ganz kurz gucken oder das können wir jetzt mal gerade nicht machen. Ich finde so ein offenes, das geht jetzt gerade nicht, ist immer noch besser, als wenn man das beim nächsten Mal macht. Dann schreibe ich mir das auf und schlage das nach und kann beim nächsten Mal eine Antwort geben. Also auch hier entspannt bleiben. Es klappt nicht immer mit dem Vorbereiten. Manchmal ist die Zeit zu kurz. Macht so gut, wie ihr könnt. Und das muss dann reichen. Und was ihr dann auch nicht machen solltet, das ist der nächste Punkt, euch während der Session darüber ärgern, dass ihr euch schlecht vorbereitet habt. Das ist ganz oft so, wenn man dann, das hat was mit Achtsamkeit zu tun. Wenn ich wirklich im Moment bin und spiele, dann bin ich auch kreativ und kann ganz viel aus meinem Kopf rausmachen, was mir, wenn ich angespannt bin, nicht so gut funktioniert. Wenn ich jetzt auch noch über Fehler nachdenke, oh, jetzt habe ich das falsch gemacht, oh, war das jetzt richtig so, und an diesem Fehler hänge, dann passiert der nächste sofort wieder. Das ist ganz oft so. Also ein Fehler führt zum anderen. Ihr kennt das vielleicht, so Tage, wo wirklich alles schief geht. Ja, meistens liegt es an uns selbst, und dass wir dann sagen, okay, ach, jetzt ist das schon schief gegangen, ja. Ich war bei einem Auftritt, ist mir das mal passiert, da habe ich im ersten Song schon mich total vergriffen und der Keyboarder guckt mich so leicht süffisant an und ich habe mich total fertig gemacht. Also am Ende des ersten Songs kam der zweite Fehler, im zweiten Song der dritte und vierte Fehler und in der Pause habe ich mich dann mal in mich zurückgezogen und habe das Problem mit mir bereinigt und die zweite Pause war fehlerfrei. Also, ja, weil ich immer so drüber nachgedacht habe, was ist denn jetzt der Fehler oder das war ja doof, dass ich den gemacht habe, bleibt nicht dran hängen, sondern bleibt im Augenblick und macht einfach das Beste draus. Und zu Fehlern noch ein weiterer Tipp, der auch von euch kam. Einer sagte, er macht Improvisationstheater und da wird jeder Fehler als Chance für was Neues gesehen. Und das finde ich auch einen ganz sympathischen Ansatz, wenn ihr einen Fehler macht, es ist nicht so schlimm. Eine Firma, bei der ich mal gearbeitet habe, hat gesagt, Fehler sind Trüffel, weil dadurch lernen wir was Neues und wir können sehen, wo Prozesse nicht gut klappen. Und das könnt ihr auch sehen, ja. Wenn irgendwie Kommunikation nicht gut klappt und ihr versteht euch falsch, dann lernt ihr, dass ihr Kommunikation besser machen müsst. Ja, ihr seid immer noch bei den Online-Runden und irgendwie
sitzt ihr als Spielleiter da und startet auf dem Monitor und ihr habt keine Bilder von euren Leuten und es kommen auch wenige Rückmeldungen und man fühlt sich manchmal so ein bisschen wie in the void. Ich rede ins Off und es kommt nichts an und ich weiß nicht, was passiert. Was könnt ihr da machen? Ja, ich würde mir da einfach Rückmeldung holen. Einfach mal einen Spieler direkt ansprechen und sagen, okay, was machst du? Mal schauen, ob er es verstanden hat, da ein bisschen mit umgehen. Und wenn es irgendwie möglich ist, sagt doch euren Spielern, dass sie, wenn sie irgendwie eine Chance haben und es nicht ganz knapp ist, sich eine einfache Webcam holen, damit man sich wenigstens sehen kann. Das ist doch für alle wirklich auch viel schöner. Und dann hoffe ich, dass wir demnächst wieder uns im richtigen Leben treffen und an einem Tisch sitzen können. Aber es wird ja auch weiterhin Online-Runden geben und das ist schön. Ach, wenn ihr gerade viel redet oder viel erzählt und eure Spieler antworten euch nicht, dann macht auch euch nicht sofort einen Kopf darüber. Manchmal kann es auch sein, dass es für die total spannend ist. Und ich habe ja schon mal darüber geredet, dass dieses Übersetzen von Sachen auch ein bisschen dauert. Also die müssen erstmal in eure Welt eintauchen. Ihr müsst die mitnehmen, ihr müsst beschreiben und so weiter. Und die müssen das erstmal alles in ihren Kopf nochmal durchrechnen lassen, weil es ja aus zweiter Hand ist. Die kriegen ja nicht eure Kopfbilder direkt rüber teleportiert. Deswegen wartet ab und wenn ihr im Zweifel seid, fragt einfach mal, wie kommt das an? Ist es gerade doof? Ist es langweilig? Aber verweilt nicht in dieser Unsicherheit, sondern versucht einfach euer Ding zu machen und wenn ihr unsicher seid, dann versucht es zu klären. Ja, das gilt auch für den einen Punkt, den jemand genannt hat. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Spieler abschweifen und unzufrieden sind. Und das können zwei Sachen sein. Erstmal kann es wirklich sein, dass eure Spieler eins der beiden Sachen sind, also entweder abschweifen oder unzufrieden sind, weil sie nicht richtig gefesselt sind. Und es kann aber auch sein, dass es eine Sache ist, die bei euch liegt, dass ihr euch denkt, es passt jetzt irgendwie nicht, ich mache das irgendwie jetzt gerade falsch und macht euch deswegen Stress. Und das muss manchmal gar nicht sein. Also manchmal ist es einfach wirklich fesselnd. Und dann, wie gesagt, wenn ihr unsicher seid, fragt diejenigen, die dabei sind und lasst euch ein Feedback geben. So, einen ganz wichtigen Punkt habe ich noch. Marc Aurel hat mal gesagt, auf die Dauer nimmt die Seele die Farbe der Gedanken an. So grob übersetzt, wir sind, was wir denken. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich Bachelor der Psychologie bin und deswegen habe ich immer diesen leicht psychologischen und philosophischen Ansatz. Also ich habe von meinen Eltern, obwohl es tolle Eltern waren oder sind, auch so Glaubenssätze mitbekommen. Und der eine ist, mach schnell. Das heißt, ich bin jemand, der gerne sich beeilen möchte und der gerne mal in Stress kommt deswegen. Also wenn ich im Stau stehe, oder früher war es zumindest so, inzwischen kann ich damit gut umgehen, wenn ich im Stau stehe und irgendwo sein muss, dann hat mein Herz angefangen zu schlagen und ich bin richtig, richtig komisch geworden. So, das war halt beeil dich. Und meine Eltern haben mir übrigens auch gesagt, von Musik machen kann man nicht leben. Und ich habe diesen Satz immer noch geglaubt, als ich schon lange vom Musikmachen gelebt habe. Bis mir das mir jemand gesagt hat, aber du lebst doch davon. Und dann habe ich verstanden, dass das einfach ein Irrglauben ist. Wir alle haben solche Glaubenssätze. Also ich habe noch nie jemanden getroffen, der keinen hatte. Und es ist ganz gut, diese Sätze mal durchblickt zu haben. Also guckt mal, ob ihr eure Glaubenssätze durchblicken könnt. Guckt mal, was euch stresst. Und manchmal ist es sowas wie, sei perfekt, hat man mitbekommen, oder du bist nicht gut genug, ne? Und dann redet man sich das ein, obwohl das gar nicht stimmt. Und das führt natürlich dazu, dass sich diese Prophezeiung, du bist nicht gut genug, erfüllt. Also Glaubenssätze checken. Es gibt da einen Test, könnt ihr mal schauen. Glaubenssätze, Uni Oldenburg ist das, glaube ich. Da haben sie 5 verschiedene Glaubenssätze mal aufgeschlüsselt. Ich fand es ganz spannend, ich habe den gemacht. Und wenn ihr Lust habt, schaut mal rein. Man erfährt ganz viel über sich und das macht eine ganze Menge Spaß und das ist ganz spannend. Um das noch ein bisschen klarer zu machen, also wenn ich zum Beispiel denke, ich kann nur Gruppen mit bis maximal 4 Spieler leiten, dann wird es auch so sein. Und es ist ja manchmal so, dass es wirklich so ist, dass man eine Gruppe hat und man denkt schon mit 3 Leuten, boah, ist das schwierig, die zusammenzuhalten und so weiter. Aber es gibt eben auch Gruppen, wo man irgendwie 6 Leute rumsitzen hat und die sind so diszipliniert und so cool mit vielen Sachen, dass es einfach super gut klappt.
Das heißt jetzt nicht, die Sechsergruppe ist besser als die Dreiergruppe oder sowas. Das heißt einfach, es ist ein anderer Spielstil. Man spielt anders miteinander. Und dann kann auch eine Sechsergruppe funktionieren. Und manchmal geht auch nur eine Dreiergruppe. Egal, wer das Spiel leitet, egal auch, wer die Leute sind, wie es einfach manchmal so zusammenkommt. Also versucht diesen Satz, und welchen Satz auch immer ihr im Kopf habt, aus eurem Kopf rauszustreichen und oder zu ignorieren. Ja, ein weiterer Punkt. Seid achtsam. Ja, ich weiß, Achtsamkeit ist gerade in aller Munde, was ich sagen will. Ich habe es vorhin schon angedeutet, nicht am Fehler kleben, sondern genießt das, was eure Spieler euch entgegenbringen. Ja, feiert mit denen das Spiel. Es soll Spaß machen. Ihr müsst nicht die ganze Arbeit machen. Die können auch spielen, die können euch was anbieten, die können euch auch Lösungen für Probleme geben, ob das jetzt im Kontext mit Spielen ist, also zum Beispiel irgendwie technische Sachen. Da hat einer von meiner Spieler viel mehr Ahnung oder ein anderer hat viel mehr Ahnung als ich von Regeln. Dann helfen die mir. Oder ob es jetzt wirklich dabei ist, wie man miteinander redet oder wie die Runde abläuft. Also bleibt achtsam, lasst euch ins Spiel fallen, geht ab und zu mal auf die Metaebene, ne? Habe ich ja schon mal darauf hingewiesen. Also beachtet ab und zu mal, wie eure Spieler drauf sind und ansonsten genießt es. Denn wir machen dieses Spiel ja, um Spaß zu haben. Und wenn es dann nur noch Stress ist, dann fehlt auch irgendwann der Spaß. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch was gebracht. Ich fand eure Beiträge sehr spannend. Ich hoffe, ich habe jetzt alle erwähnt. Ich arbeite ja fast ohne Skript hier und sehr frei. Also, abschließender Rat. Nicht ganz ernst nehmen, aber ein bisschen schon. Manchmal hilft auch einfach ein Bier. Das soll nicht heißen, dass ihr euch während der Session besaufen sollt. Es ist überhaupt kein Plädoyer für den Alkoholismus. Manchmal, für den einen ist es eine Zigarette, ist auch nicht meins, für den anderen ist es ein Bier oder für ein Glas Wein, irgendwas an Drogen zufügen, dass man ein bisschen ruhiger wird, ein bisschen mehr entspannt, gerade wenn man merkt, oh, ich bin jetzt aufgeregt, ich bin aufgebracht, ich bin gar nicht so richtig in der Lage, jetzt gut zu leiten. Einmal mal runterkommen, manchmal hilft auch Atmen. Fünfmal einatmen, fünfmal ausatmen. In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Macht's gut, euer Martin. Ciao.